Hey Leute, willkommen zu einem neuen Bundesliga-Prognosenspiel. 27. Spieltag in der Bundesliga und ich prognostiziere mal wieder ein paar Spiele. Dieses Video nehme ich ebenso wie das heutige Fantasy-Video, was vor 2-3 Stunden online gekommen ist, auch zum dritten Mal auf. Deswegen ist hier die Umgebung ein bisschen neuer. Schaut das Fantasy-Video an, ist relativ kurz gehalten. Da könnt ihr auch mitmachen und mir dabei Instagram euer Fan-Team schicken. Also unbedingt da mal vorbeischauen. Ich werde jetzt heute wieder ganz, ganz flott heute, aber ich werde meine Bundesliga-Prognosen mal abgeben, meine Tipps und dann dementsprechend, ja, hoffen, dass die richtig sind. Vielleicht platziere ich auch die eine oder andere Wette. Das kannst du auch machen. Erster Link in der Videobeschreibung, Fan-Team. Ist ja auch aktuell so ein bisschen schwierig tatsächlich irgendwie seine Wetten zu platzieren. Also es gibt viele Wettanbieter, die es so gar nicht anbieten jetzt mit diesen Geisterspielen. Aber auf Fanteam kann man das machen. Dementsprechend, falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr erst in der Videobeschreibung abchecken, registrieren und da die eine oder andere Wette platzieren. Denkt daran, es ist ab 18, spielt bitte verantwortungsvoll. So, im Schnelldurchlauf werde ich jetzt hier über mein Gesicht, ich sitze auch so komisch, aber ich werde hier mal kurz die Spiele einblenden, was meine Tipps sind. Ich muss leider ein bisschen ablesen, aber das ist, denke ich, kein Problem. Das erste Spiel ist ein Knallerspiel. Wir haben ganz, ganz viele Knallerspiele an diesem Wochenende. Und das erste Spiel ist direkt in ein paar Minuten, vielleicht, wenn ihr das Video schaut, sogar schon vorbei. Und zwar Hertha gegen Union Berlin. Und da tippe ich auf ein Unentschieden. Es kann wirklich so oder so ausgehen. Also Hertha gegen Union, das ist wirklich ein spannendes Spiel. Es kann so oder so ausgehen. Ich tippe auf ein Unentschieden. Ich tippe, dass auch ein paar Tore fallen. Dementsprechend 2:2 mein Tipp hier in diesem Freitagabendspiel. Dann kommen wir zu dem geilen Samstag. Da sind auch ganz viele Spieler dabei, die wirklich richtig, richtig gut sind. Das erste Spiel ist Wolfsburg gegen Dortmund. Ich denke, dass Wolfsburg den Dortmundern das wirklich sehr, sehr schwer machen will. Und ja, Dortmund wirklich Probleme hat. Man hat gesehen, dass Wolfsburg nicht schlecht ist. Und das haben sie wieder bewiesen. Auch wenn es knapp war, sie haben trotzdem bewiesen, dass sie es können. Und Dortmund hat auch bewiesen, dass sie es können. Also Dortmund extrem, extrem gut. Ich wollte hier auch schon wieder 2:2 tippen. Habe dann aber gedacht, ich denke, dass Dortmund gewinnt. 2:3 mein Tipp. Es kann auch sein, dass es 2:4 ausgeht. Also Dortmund ist ja wirklich richtig, richtig gut. Aber ich glaube, dass Wolfsburg wirklich den Dortmunder das Leben schwer macht und es wirklich knackig und knapp wird. Gladbach gegen Leverkusen. Das ist die nächste Runde am Samstag Mittag, Nachmittag. Ja, Gladbach hat mich unglaublich überrascht. Also den ersten Spieltag mit Geisterspielen jetzt, den 26. Ich habe eingeschätzt, dass Frankfurt gar nicht so schlecht ist und ich habe eingeschätzt, dass Gladbach überbewertet ist und dass eigentlich wahrscheinlich eher Frankfurt das Spiel gewinnen wird. Und dann macht Gladbach hier in der ersten Minute, ich weiß gar nicht wie viel der Sekunde, aber es war ja sehr, sehr schnell, das 1:0 und dann haben sie in der ersten Halbzeit direkt zerlegt. Also wirklich, wirklich Chapeau hier, also Gladbach war das richtig, richtig gut gemacht. Die gefallen mir aktuell sehr, sehr gut. Und dementsprechend traue ich ihnen auch hier wieder was zu. Leverkusen ist halt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also da muss man auch wieder aufpassen an Gladbach Stelle. Deswegen bin ich wieder bei einem 2:2 Tipp. Leverkusen hatte natürlich jetzt leichteres Spiel mit Bremen, aber sie haben trotzdem bewiesen, dass sie es können und wenn sie da nochmal ein bisschen aufdrehen gegen Gladbach, ich denke, dass wieder ein Unentschieden hier ja, möglich ist. Natürlich kann es wieder so und so ausgehen, also ich glaube nicht, dass es einen hohen Sieg gibt, relativ knapp, aber ich glaube, dass es vielleicht sogar auf ein Unentschieden 2:2 rausläuft. Freiburg-Bremen, Bremen gerade angesprochen, vermeintlich schlechteres Team, vermeintlich einfacher Gegner für Leverkusen im letzten Spiel gewesen. Ja, naja, Freiburg hat das wunderbar gemacht. Also ich finde, Freiburg spielt jetzt nicht den allerschönsten Fußball, aber es macht mir unglaublich viel Spaß, Freiburg zuzuschauen. Und dementsprechend feiere ich Freiburg auch und dementsprechend traue ich Freiburg auch hier deutlich wieder was zu. Bremen natürlich, wie gesagt, nicht so gut, aber dennoch würde ich sagen, dass Freiburg, also Bremen macht ein Tor, Freiburg macht 4:1. Ich denke, dass Freiburg schon deutlich besser ist. Glaube ich schon. Und ein paar Tore tun denen auch mal nicht schlecht. Die sind zwar weit oben, haben aber gar keine so gute Tordifferenz. Ich kann mal kurz reingucken. Platz 7 mit -1. Ja, ein paar Tore machen sie und dann läuft das wieder. Dann haben wir das langweiligste Spiel am ganzen Spieltag wahrscheinlich, denke ich mal. Paderborn gegen Hoffenheim. Paderborn mich ein bisschen enttäuscht, weil die spielen eigentlich immer ganz cool und ich
mag den Zuschauern beim Fußball, weil die spielen jetzt nicht so unglaublich gut, dass man sagt, hey, wow, die gewinnen immer so eine Bayern-like. Aber die spielen trotzdem coolen Fußball und dementsprechend gerne schaue ich denen auch zu. Und dementsprechend enttäuscht war ich dann natürlich beim 0-0, wo sie wirklich gefühlt nur ein, zwei Chancen hatten. Und dann, ja, natürlich hinten raus das Spiel gewinnen können, aber Düsseldorf halt wirklich viel, viel besser war, was ich eigentlich nicht so erwartet hatte. Ja, sie haben 0-0 mitgenommen, Hoffenheim war unterirdisch, also Hoffenheim hat mich auch sehr, sehr enttäuscht, also ich habe echt nicht geglaubt, dass Hertha gewinnt, aber ich wusste auch nicht, dass Labbadia Trainer ist und dass bei Hoffenheim ein paar Spieler fehlen, aber das ist genau der Punkt, also das ist ja jetzt immer noch so, ich glaube, dass immer noch Spieler, vor allem im Sturm, bei Hoffenheim fehlen und dementsprechend knapp wird das dann natürlich, ja, 0-0 wollte ich jetzt nicht sagen. Deswegen gehe ich auf ein 1-1, aber ich denke wieder ein Unentschieden. Also so viele Unentschieden habe ich noch nie getippt, aber das ist so ein Spiel und so ein Spieltag auch. Da die Mannschaften sind schon auf einem ähnlichen Level. Jetzt bei Paderborn und Hoffenheim halt nicht auf dem gleichen Level, aber Paderborn ist fit, ist spritzig, will da natürlich Gas geben, Punkte mal wiederholen. Und Hoffenheim ist wirklich aktuell down und vor allem mit den Stürmern und so vielleicht rappeln sie sich jetzt schon wieder auf am zweiten Spieltag direkt danach. Ja, weiß ich nicht. Und dann haben wir das Knallerspiel Freitagabend 18:30. Im Hinspiel ging es 5-1 für Frankfurt aus. Im Rückspiel tippe ich 3-1 für die Bayern. Bayern gegen Frankfurt. Es ist sehr krass. Ich weiß nicht, was genau man sagen soll. Weil, ja, einerseits ist Frankfurt wirklich schlecht gewesen jetzt gegen Gladbach. Aber vielleicht grooven sie sich wieder ein bisschen ein. Vor allem gegen die Bayern wollen sie natürlich unbedingt. Und die Bayern waren jetzt auch nicht so überzeugend. Klar, sah jetzt locker aus. Es sah jetzt nicht so aus, als hätten sie full Power gespielt. Vor allem ist ja Union Berlin auch keine einfach zu bespielende Mannschaft. Aber ja, naja, also muss man ganz ehrlich sagen, das wird Bayern schon gewinnen. Aber ich denke nicht so hoch, weil Frankfurt auch dagegen halten will. Und 3-1 ist doch ein schönes Ergebnis. Drei Sonntagsspiele, wir rattern sie schnell durch. Einmal Schalke gegen Augsburg. Schalke grottenschlecht. Also das hat mich sowas von überrascht jetzt nicht, aber das war so komisch. Also ich weiß es nicht. Also das ist so traurig zu sehen, wie schlecht Schalke gespielt hat. Und ähnlich schlecht werden sie hier auch spielen, weil ich finde, dass Augsburg eine gute Leistung abgerufen hat letzten Spieltag. Und die können, in letzter Zeit haben sie irgendwie oft so Spiele, wo ich sage, hey, die sind doch gar nicht so schlecht. Und genau das wollen sie jetzt ausnutzen und wollen das natürlich gegen Schalke ausspielen. Ich denke, ein 2-0 für Augsburg wäre schon ganz krass und nice. Ist ein heikler Tipp, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber 2-0 für Augsburg, das würde ich mitnehmen. Was mich auch freuen wird und freuen würde, ist, wenn Mainz ein bisschen gegen Leipzig stichelt. Wir sind jetzt alle nicht Freunde von Leipzig, denke ich mal. Also kein Hate auf jeden Fall, aber Leipzig ist halt Leipzig. Und mir hat das sehr gefallen, was Freiburg gemacht hat. Mainz ist jetzt nicht so gut wie Freiburg und Freiburg spielt schon echt, echt nice diese Saison. Aber Mainz kann schon mal für eine Überraschung sorgen und kann auch mal ein bisschen sticheln. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Leipzig gewinnt. 2-1 mein Tipp. Wird ein bisschen knapper, aber Leipzig packt es diesmal, nicht so wie letztes Mal gegen Freiburg, wo ja Freiburg dann tatsächlich ja noch am Ende ein Tor gemacht hat, was ich ja echt sehr, sehr schade fand, dass das nicht gezählt hat. Ja, also ich denke mal, dass das Mainz schon dagegen halten wird, aber Leipzig ist dann schon ein Stück besser, vor allem auch ein Stück besser zum letzten Spieltag. Und da sind wir auch schon am letzten Spiel angelangt, Köln gegen Düsseldorf, auch ein relativ cooles Spiel, finde ich. Da Köln aktuell in der guten Verfassung ist, haben gegen Mainz, ja, nicht schlecht gespielt. Mainz hat sich dann wieder gefangen und hat das dann doch noch ausgeglichen. Hätte Köln eigentlich nicht unbedingt passieren dürfen. Ja, aber sie haben es trotzdem gut gemacht. Ich denke mal, über so 60 Minuten kann man schon sagen, war das schon eine gute Leistung. Und ja, dementsprechend glaube ich auch hier, dass es eine gute Leistung wird. Düsseldorf mit sehr, sehr viel Pech ist auch keine schlechte Mannschaft. Aber Köln ist schon mal eine Stufe besser. Und ich denke schon, dass Köln hier gewinnen wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Köln 2, 3, 4-0 gewinnt. Ich will aber diesen Spieltag nicht so hoch tippen. Und dementsprechend gehe ich auch hier nur auf ein 1-0 für Köln. Ich glaube, 1-0 habe ich noch nie getippt, aber
Dieses Mal schon 1-0 für Köln ist mein Tipp. Wir haben schon genug Tore jetzt in meinen Tipps gesehen. Die ganzen Unentschieden, die ganzen 2-2, 2-3, was auch immer. Dementsprechend hier ein 1-0. Ist, denke ich, realistisch, dass Köln gewinnt. Und ist auch realistisch, dass es nicht ganz so hoch ist. Aber es kann passieren. Also Köln ist nicht schlecht. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ansonsten würde ich mich jetzt fürs Zuschauen bedanken. Ihr könnt, wie gesagt, gerne eure Wette in der Videobeschreibung bei Fanteam platzieren. Erster Link draufklicken, registrieren und einfach loslegen. Aber ihr könnt natürlich auch einfach mir ein Fantasy-Team schicken, was ich euch erzählt habe. Bei Instagram gerne einfach mal folgen. Mike_let's_play ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da einfach dann mir diesen Screenshot schicken. Einfach mal beim Fantasy-Video vorbeischauen. Rechts oben beim i. Ja. Danke fürs Zuschauen. Hau rein. Bis dahin und ciao, ciao.